Hallo mal wieder alle miteinander. Der letzte Spendenaufruf ist jetzt über ein Jahr her. Ich habe es diesmal geschafft, einen Monat länger rauszuziehen, aber jetzt ist es mal wieder soweit. Die nächsten Projekte wollen ein bisschen kofinanziert werden und ja, gebe euch mal wieder die Möglichkeit, da mitzumachen. Falls euch interessiert, wie es bei mir sowieso finanziell aussieht, hier mal ein kleiner Überblick. Momentan bin ich immer noch vom Jobcenter unterstützt, wenn man das so sagen kann. Es gibt halt keine andere Möglichkeit momentan, die etwas stressfreier ist. Aber ihr werdet ja alle selber wissen, wie das momentan ist, dass da, ja, da kann man so und so behandelt werden. Ne? Je nachdem, wie fest man in den Gesetzen ist sozusagen. Ich interpretiere es so, mit der Art und Weise, wie uns das Jobcenter da behandelt, soll uns gelernt werden, wie Demokratie funktioniert. Und dazu gehört ja auch, dass man von selbst das Gericht einschaltet. Und wer macht das schon? Das machen vielleicht 5% der Leute und alle anderen denken, ach, wenn da irgendwas nicht passt, macht das Gericht automatisch. Tja, ja, das durfte ich jetzt als alter DDR-Bürger lernen. Dass es hier nicht so ist und so wie ich das momentan sehe, spielt da das Jobcenter eine ganz tragende Rolle mit dabei, den Leuten beizubringen, wie wirkliche Demokratie funktioniert oder besser gesagt, wie um die Institutionen dieser Firma anzuerkennen und auch zu benutzen. War das jetzt fies ausgedrückt? Ja, ihr wisst schon, wie ich es meine. Mal eine kleine Anekdote. Letztes Jahr ist ja dieses Keine-Wälder-Video hochgeladen worden und genau zu der Zeit hatte ich einen Termin im Jobcenter gehabt und durfte mal wieder meine Prognose fürs kommende halbe Jahr abgeben. Alle halbe Jahr darf man da, wenn man sich als Selbstständiger dort ausweist, eine Prognose abgeben, wie viel man denn im nächsten halben Jahr ungefähr verdient. Und das habe ich die ganze Zeit vorher immer so gemacht, dass ich immer ein bisschen mehr angesetzt habe, als das, was ich vorher gesagt habe, was ich verdiene. So, jetzt war aber dann die Zeit August. Im August sind viele Leute im Urlaub und gucken auch nicht ganz so viele Videos an. Und erfahrungsgemäß habe ich da ein bisschen weniger Einnahmen gehabt als sonst. Habe das ehrlich dem Jobcenter so weitergegeben. Ja, und diese Prognose sollte ich nun bestätigen, ob es dann wirklich so gekommen ist. War dann im Oktober. Und natürlich war die Prognose aber viel besser gewesen. Durch die Klickzahlen von diesem Keine-Wälder-Video gingen die Einnahmen richtig schön in die Höhe. Und das hatte ich dann alles schön schwarz auf weiß und wollte das dem Jobcenter schön präsentieren, dass meine Prognose dann doch viel positiver ausgefallen ist, als ich sie vorher vorhergesagt habe. Ja, und an dem Tag, als ich den Termin hatte, bin ich dann mit meinen schönen Statistiken ausgedruckt dahin gegangen. Und noch bevor ich die Statistiken dann zeigen konnte, sagte mir die Bearbeiterin dann, ja Herr Schauer, aufgrund Ihrer letzten negativen Prognose haben wir entschieden, Sie aus der Selbstständigkeit herauszunehmen. Ja, also ich hätte mich ab dann wieder komplett auf dem Arbeitsmarkt bewerben müssen und das habe ich ja dann gar nicht eingesehen. Die wollte meine dann doch positiv gewordenen Prognosen gar nicht mehr sehen. Die hat keinen Blick drauf geworfen, wollte die Zettel sich gar nicht mehr angucken. Das war schon alles fix und fest gewesen, dass ich aus der Selbstständigkeit rausgenommen werde und dem Arbeitsmarkt wieder zur Verfügung gestellt werde. Ja, habe ich natürlich so einen Hals bekommen und habe komplett auf leck mich am Arsch gemacht. Ja, das ist dann natürlich so weit gekommen, dass Sanktionen über Sanktionen gekommen sind. Am Ende war ich dann noch bei 134 Euro im Monat, was ich bekommen habe. Obwohl ich Fixkosten von über 500, 600 Euro allein für die Wohnung habe, mit Nebenkosten. Also die Wohnung alleine kostet 400 Euro und dann noch die Nebenkosten dazu sind nochmal 150 drauf. Also bin ich bei jedem Monat bei 550 Euro, was ich allein für die Wohnung reinkriegen muss. Und dann habe ich ja noch gar nichts gegessen. Und ja, ist es vom Jobcenter her die Sanktionen dann noch mehr geworden. Bis ich dann natürlich das Gericht einschalten musste. Hatten sie mich dann soweit gehabt, endlich die Demokratie zu benutzen. Und dann war ich im Sozialgericht Chemnitz gewesen
Und wer das schon mal mitgemacht hat, ne? Also rückwirkend bekommt man da nichts wieder. Ne? Die ganzen 3 Monate vorher, wo ich da nur 100 oder 200 € überwiesen bekommen habe, habe ich nichts mehr wieder bekommen. Ne? Wir haben gesagt, ich bin ja auch so irgendwie über die Runden gekommen, also was wollen wir, ne? Aber das, was zukünftig dann nicht so, ja, nicht so gesetzeskonform wäre, das könnte ich dann halt schon ordentlich einklagen. Ja, und ab dem Gerichtstermin ist es auch auf einmal komischerweise gelaufen, erst ab da. Ne, meine Vermieterin hat dann ihr Geld auf ihr Konto überwiesen bekommen, obwohl ich das vorher schon mal auf so einem Antrag eingetragen hatte, ist es dann erst so geworden, nachdem das Gericht eingeschaltet hatte, dass meine Vermieterin einen Teil der Miete wenigstens, die hat dann 260 € überwiesen bekommen, also auch nicht die ganze Miete, wenigstens direkt aufs Konto bekommen hat. Und ja, wo war ich denn jetzt gewesen? Naja, das ist jedenfalls momentan mein transparentes Einkommen. Und ja, der Rest, den finanziert ihr halt momentan durch den Kauf von den Ladegeräten, ne, die ihr dann ab und zu mal erwerbt von mir. Ja, ihr seht, irgendwie geht's immer weiter. Ne, ich bekomme immer genauso viel, wie ich brauche, um hier an der Stelle zu wohnen, aber halt nie einen Cent mehr, ne, für die Projekte, die jetzt anstehen. Ich wollte jetzt endlich mich mal über die Slavjanka-Wicklung machen. Ne, vom Herrn Dujunov, diese patentierte Wicklung für Drehstrommotoren wollte ich nun endlich mal ausprobieren. Habe mir auch schon fertige Drehstrommotoren zurechtgesucht und brauche jetzt halt noch Kupferlack dafür, Isoliermaterial und so weiter und so fort. Und das kostet halt auch einiges, wenn man es sich kaufen möchte. Das wäre ein Projekt, was ich euch und mir vor allen Dingen zeigen möchte. Ja, ein Windrad sind wir am Basteln. Da könnte noch ein bisschen Unterstützung vom Material her da gebraucht werden. Und naja, was wir sonst so das letzte Jahr gemacht haben mit euren Spenden, das wisst ihr ja, ne? Ein bisschen was dabei ist schon rausgekommen. Ja, wenn ihr Lust habt, ist es jetzt das letzte Jahr eigentlich? Ne? Die 7 Jahre sind ja jetzt fast rum. 7 Jahre Beta-Testphase sind jetzt fast beendet. 2019 steht vor der Tür. 2012 soll die Beta-Testphase angefangen haben. Ne? Ab da sollen praktisch Leute wie ich probiert haben, ne? Wie es halt gehen könnte, wenn es dann mal hart auf hart kommt. Ja, ein Jahr, so wie es aussieht, habe ich jetzt noch, wo ich ein bisschen rumtesten kann und dann geht es scharf. Und das Beste kommt ja bekanntlich immer zum Schluss. Ich lasse mich überraschen. Ihr könnt euch auch überraschen lassen. Und ja, Kontodaten sind im Infoteil nochmal eingeblendet. Und ich sage schon mal vielen Dank und bis bald.